Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map in der Version 1.6 ohne Gräben. Wie fange ich es an? Zuallererst möchte ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, bei der Community, bei meinen Abonnenten, für die ganzen fleißigen Kommentare. Teilweise sieht es bestimmt so aus, als ob ihr kommentiert und mich das nicht interessiert und ich da nicht drauf reagiere und so weiter und so fort. Ich kann keine Spur finden für Fahrzeuge, denen du folgen kannst. Das mag sein, dass das so aussieht. Der Hintergrund ist eigentlich ein ganz einfacher, warum das so ist. Und zwar liegt das daran, dass ich teilweise meine Aufnahmesessions so gestalte, dass ich sehr weit für die Zukunft aufnehme. Also zum Beispiel die Folge, die ihr jetzt gestern gesehen habt, am Donnerstag, die habe ich schon in der Woche davor am Montag, glaube ich, aufgenommen. Also anderthalb Wochen vorher. Teilweise muss ich bis zu zwei Wochen vorher aufnehmen, weil ich das sonst zeitlich gar nicht schaffe. Weil ich habe ja schon mal gesagt, ich nehme immer nur auf, wenn das der Beruf und die Familie zulässt. Die Familie hat definitiv Vorrang und ich verbringe leider relativ wenig Zeit mit meiner Familie, weil ich eben nicht dort arbeite, wo ich lebe und wo meine Familie lebt. Und daher hat das alles definitiv bei mir Vorrang. Ich denke, das versteht man auch. Aber dadurch kann es eben sein, dass ihr mir Kommentare schreibt, die ich aber gar nicht, die ich aber erst viel, viel später beachten und umsetzen kann. Ja, das ist also keine Ignoranz von mir, sondern ich sitze dann selber immer, wenn die Videos veröffentlicht sind, und also ich gucke auch in die Kommentare, auch wenn ich nicht spiele. Ja, aber ich nehme dann eben nicht auf. Aber trotzdem gucke ich natürlich schon hin und wieder mal mir meine Kommentare an, die ihr so hinterlasst. So, funktioniert das jetzt mit dem Folgen, auch mit dem mit dem Hecklenker? Oder sieht das dann gleich komisch aus? Habe ich ihm jetzt vergessen zu sagen, er soll mir folgen. Und dadurch, wie gesagt, kann das natürlich sein, dass das so aussieht, als ob ich eure Kommentare ignoriere, was absolut nicht der Fall ist. Sondern ich sitze dann selber davor und gucke mir die Kommentare an und denke mir, oh mein Gott, das sagt er mir jetzt schon zum dritten Mal. Hat er auch vollkommen recht mit, aber er muss auch denken, ich bin bescheuert oder ich ignoriere ihn. Nein, wie gesagt, ist nicht der Fall, sondern ich habe einfach dann eine Session am Laufen, wo ich dann teilweise für anderthalb oder zwei Wochen im Vorfeld die Videos produziere. Leider ist das bei mir gerade so beruflich nicht anders möglich, das anders zu regeln. Und daher ist das so. Also, eure Kommentare sind herzlich willkommen. Ja, schickt mir weiter Kommentare. Ich brauche die. Das ist wichtig, weil teilweise helfen sie mir natürlich extrem und sie sagen mir natürlich, also heißt teilweise, sondern sie helfen natürlich schon extrem. Und ich erfahre auch, was euch vielleicht interessiert und was ihr für Meinungen habt und so weiter und so fort. Und daher vielen, vielen Dank für eure Beiträge, eure Kommentare und so. Und wie sieht's hier aus? Wir sind fertig mit der Ernte. Man soll's nicht glauben. Wir fahren jetzt mal alles zurück zum Hof und dann gucken wir erstmal, was wir produktionstechnisch alles so machen müssen, was da alles liegen geblieben ist und so weiter und so fort. Und wenn wir das dann raus haben, dann kümmern wir uns um die Aussaat. Ja. Gleich vorweg, ich plane... Ich habe eigentlich vor, jetzt dieses Wochenende
Also entweder heute oder morgen oder im Notfall auch Sonntag. Vielleicht auch 2 Tage. Müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt, einen Livestream zu machen. Ich kann es aber noch nicht genau sagen, wann. Da bin ich gerade noch so am Zeiten suchen, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Also ich nehme diese Session hier, die nehme ich Dienstagabend auf. Und ja, da müssen wir also mal gucken, wie weit wir da kommen. Das war's nicht. Wie war denn nochmal die? Auch nicht. Wie war denn nochmal der Shortcut, um die Verfolger abzuschütteln? Da jetzt gemacht. Nein. Nein. Völliger Quatsch. Sorry. Ja, ich habe mir irgendwie den Shortcut nicht gemerkt, um meine Verfolger abzuhängen. So. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Ordnung machen. Wie ist das jetzt eigentlich? Ich habe eigentlich ja diese Clean Crew, die mir immer um Mitternacht meine Fahrzeuge sauber macht. Ich habe übrigens auch mein Headtracking ein bisschen eingestellt, dass ich ein bisschen tiefer sitze im Fahrzeug. Zum Thema Headtracking wollte ich eigentlich auch demnächst mal ein Video machen. Was ich für ein System habe, wie ich das eingestellt habe. Wann ich das schaffe, mal gucken. Aber ich mache das. Versprochen. Versprochen. So. Nein! Ich vollhonk. Ich wollte ja nicht vorwärts fahren, ich wollte rückwärts fahren. Gucken wir mal, wie das mit der Clean Crew funktioniert. Das heißt, wir müssten eigentlich nur tanken. Ja, also das mit dem Headtracking ist schon geil. Muss man sagen. Also falls ihr schon mal... Ich habe schon Fragen danach gekriegt, weil es taucht im Moment auch noch nicht in meiner Hardware-Übersicht auf. Also ich benutze... Das Tool von DLAN Clip nennt sich das. Wir googeln DLAN, D-E-L-A-N und dann Clip. Und kann man sich in England bestellen. Kannst per PayPal bezahlen. Kostet irgendwie 60 Euro oder sowas. Ist ein Komplettset. Muss dann nur noch einen Teil haben, um das. Also irgendwas haben, wo du es dran befestigen kannst. Sprich, man muss ein Headset oder Stirnband oder was weiß ich haben. Ich habe es an meinem Headset dran fest. Ist ganz einfach zu machen. Keine Schwierigkeit, keine Hexerei. Und gibt ganz nette Ergebnisse, wenn man es richtig eingestellt hat. Oh, da hätte ich da auch mal den Motor ausmachen können. Das tut ja nicht Not. Das tut ja nicht Not. Naja. Der war gerade noch geräuchert. So.
tanken, bitte. In der Zwischenzeit fahren wir dann mal den hier ein Stück vor. Ja, wie gesagt, ich räume jetzt hier erstmal auf dem Hof auf. Und dann gucken wir mal, was die Produktionen machen. Was wir da noch so an Hardware brauchen. An Hardware, an Rohstoffen meine ich natürlich. Das ist schon cool, ne? Also ich sitze jetzt hier drin und ich bewege wirklich nur meinen Kopf. Ja, voll getankt. Ja, dann können wir ja hier wegfahren. Oh, keine Außenspiegel. Schade. Naja, da müssen wir ja wohl mal von draußen gucken. Ja. Muss man sich da noch dran gewöhnen. Man ist also, wenn man Headtracking eingeschaltet hat, ist man immer automatisch im Fahrzeug. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst alles gut. Also wenn ich manchmal so zur Seite gucke, dann ist das tatsächlich, weil ich eben schauen muss, wo ich denn gerade bin. Weil das nicht unbedingt immer so... Oder beziehungsweise, wenn ich dann auch mal eben auf die Tastatur gucke, für meine Shortcuts. Und deshalb sieht das dann so aus, als ob ich hier irgendwie ganz wild durch die Gegend schaue. Ich muss hier vielleicht auch mal... Also wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Raps. Achso, ja, genau, Multiplayer. Ich wollte also heute oder morgen, vielleicht notfalls auch sonntags, eigentlich wahrscheinlich wieder einen Multiplayer-Livestream machen. Ich informiere euch natürlich auf meiner Homepage darüber. Friesenjung13 bei Facebook werdet ihr natürlich automatisch informiert und ich werde den Stream dann auch planen. Das kann man ja bei YouTube, dann könnt ihr automatisch direkt sehen. Aha, okay, pass auf, der Friesenjung, der hat da einen Livestream geplant und dementsprechend kann man dann, könnt ihr euch dann das vormerken. Freu mich natürlich, wenn ihr einschaltet, freue mich natürlich auch, wenn ihr das dann kommentiert. Das mit der Clean Crew muss ich tatsächlich mal im Auge behalten. Aber es scheint ja zu funktionieren, weil den hier habe ich ja jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Und der, naja, sauber. Naja, die Reifen sind noch nicht so ganz sauber, aber... definitiv Schlimmeres. Was ist das? So, volltanken einmal bitte. So viel fehlt da ja nicht. Und dann gibt es einen Livestream. Sobald ich es weiß, kündige ich das natürlich auch an. Ja, vielleicht hätte ich hier mal den Follow Me ausschalten sollen. Ups. Den auch mal auftanken. Der hat nämlich kaum noch Sprit. Kein Platz mehr, um Paletten Wolle zu platzieren bei Schafe. Ja, okay, super. Müssen wir uns drum kümmern.
müssen uns auch um Flüssigdüngerproduktion kümmern Dünger zur Dünger zur Flüssigdüngerproduktion bringen. So. Und aufräumen, aufräumen, aufräumen. Leute, die Zeit rennt. Ich sehe das gerade. Man kann übrigens auch das Headtracking jederzeit zurücksetzen. Also ich gucke jetzt mal. So. Wie gesagt, da werde ich noch ein Video zu machen, was ich für ein System habe, wo man das kriegt. Und so weiter und so fort. Wie man das einrichtet, ist schon echt eine Erfahrung. Man muss sich dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es schon cool. Also ich habe mich selber ja noch nicht so dran gewöhnt. Im Endeffekt spiele ich da jetzt irgendwie noch nicht mal eine Woche mit. Und okay, da ist keine Gülle mehr. Habe ich denn überhaupt noch Gülle bei den Tieren? Ja, Gülle habe ich noch. Lang und schmutzig, kann man sagen. Boah, und Milch habe ich. Leute. Aus Versehen ausgeschaltet. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Abo. Kommt auf meiner Facebook-Seite vorbei, Friesenjung13. Kommt auf meiner Homepage, friesenjung13.de. Würde mich freuen. Wie gesagt, vielleicht heute Abend, vielleicht morgen Abend, vielleicht Sonntag ein Livestream. Das schauen wir mal. Kann ich noch nicht versprechen. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Zeit in den nächsten Wochen. Das heißt, es kann also auch gut sein, dass da vielleicht mal wieder ein Tipps- und Trick-Video erscheint. Mal gucken, wie ich das mache und was ich da mache. Und ja. Freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr morgen am Samstag wieder einschaltet. Dann gibt es natürlich zwei Folgen. Und in diesem Sinn sage ich mal, ciao!